This is Michael Jackson. Every day, in every way, I feel better and better. I love you. This is Michael Jackson. Es war einmal ein König. Der lebte in seiner eigenen Märchenwelt. Und er tanzte und sang so wunderbar wie kein anderer. Sein Name: Michael Joseph Jackson. Michael Jackson war der größte und genialste Entertainer, den die Welt gesehen hat. Er war für einige Zeit der bekannteste Entertainer, wenn nicht sogar der bekannteste Mensch der Welt. So ein Star wie Michael Jackson wird es nie wieder geben. Deswegen bleibt Michael der King des Pop. Absolut. Vom Kinderstar der ersten schwarzen Boygroup zum Popmillionär. Getrieben vom Ehrgeiz eines übermächtigen Vaters, der nichts bereut. Ich musste tun, was ich tun musste, um sie weltweit groß rauszubringen. Dass er den Schlüssel zum Welterfolg in der Hand hält, weiß Michael bereits in jungen Jahren. Jugendfreund Renard Jones erinnert sich. Einmal hat Michael zu uns gesagt: Ohne mich wird nichts aus dieser Band. Gefangen im Niemandsland, mit Neverland baut sich Jackson sein Paradies. Sein Freund und Biograf Randy Turborelli sieht das selbst erschaffene Exil mit kritischen Augen. Neverland war eines der schlimmsten Dinge, die ihm widerfahren sind, weil er sich da draußen komplett verstecken und von uns abschotten konnte. Nur wenige Erwachsene haben Zutritt zu dem geheimnisvollen Areal. Mascha Elstner gehört dazu. Egal, wo man sich auf dieser Anlage bewegt hat, lief immer Musik. Und es war meistens Kindermusik. Er musste nicht sterben, um unsterblich zu werden. Seine Songs machen ihn zur Pop-Legende. Das Album Thriller, ein Meilenstein der Musikgeschichte. Thriller ist wirklich der seltene Fall von einer Schallplatte, die perfekt ist. Doch er scheitert an seinen Ansprüchen. Sein Manager Dieter Wiesner begleitet ihn über Jahre und erlebt einen Menschen zwischen Naivität und Wahnsinn. Am nächsten Tag, als er dann die Bilder gesehen hat, war er selbst geschockt. Ich meine, ich habe doch nichts Böses machen wollen, das tut mir leid und es war nicht so gemeint. Seine drei Kinder zeigt er öffentlich nur selten. Wer ihr biologischer Vater ist, bis heute ein Rätsel. Auch ihr Patenonkel könnte es sein. Michael sagte, könntest du dir vorstellen, für mich Sperma zu spenden? Sein Aussehen, Spiegel der Seele. Geliftet, gebleicht und modelliert zu einem Kunstprodukt. Schönheitschirurg Werner Mang hat Jacksons bevorzugten Chirurgen jahrelang beraten. Er wollte ja von einem schwarzen Mann zu einer weißen Frau umoperiert werden. Eddie Wolfe fotografiert die Stars der Branche. Er kennt den Mann hinter der Maske, ungeschminkt, das Gesicht malträtiert, die Nase verschwunden. Soviel ich weiß, war es eine Prothese. Eine falsche Nase, kann man sagen. Der tiefe Fall beginnt 1993. Seine verdächtige Nähe zu kleinen Jungs ruiniert ihn am Ende. Es waren mehr als zwei Jungs. Es waren so viele, dass ich sie an meinen Händen abzählen kann und dann wieder von vorne anfangen muss. Seine Kinderliebe wird hinterfragt. Warum er sich am liebsten mit ihnen umgibt und was genau er mit ihnen macht, bis heute ein Rätsel. Die Londoner Ärztin Dr. Anne Coxon zweifelt nicht an der Unschuld ihres berühmten Patienten. Er war schwul, das war ganz offensichtlich. Aber er war kein Pädophiler. Jahrelang ist Michael Jackson abhängig von Schmerz, Schlaf und Beruhigungsmitteln. Ein Junkie, dem niemand mehr helfen kann. Sein Bodyguard Matt Fiddes erinnert sich. Ich habe nie gesehen, wie er etwas eingenommen hat, aber ich habe die Packungen gesehen und das Equipment, um die Medikamente zu verabreichen. Let us reach out to those who are alone. Let us all tell them, you are not alone. Ein Leben zwischen Traum und Tragödie, von vermeintlich Vertrauten ausgenutzt, seine eigenen Entscheidungen oft ein Desaster. Aber am Ende ist er immer mehr alleine gelassen worden. Der tut mir einfach leid. Michael Jackson war ein sehr einsamer Mensch. Wie alle Könige.
Du kannst dich nur mit anderen Königen unterhalten. Und im Pop gibt's nur einen König.